Hallo Leute und herzlich willkommen bei eBird.com. In diesem Video wird die Geschichte eines Zeitreisenden erzählt, der mit Hilfe des russischen Militärs eine Zeitreise in das Jahr 2987 gemacht hat, was er dabei Unglaubliches erlebt hat und wie die Städte des Jahres 2987 aussehen und wie man auf dem Mars voller Leben und sogar bis nach Proxima Centauri B reisen kann, wird dich förmlich aus den Socken hauen. Bei diesem Video handelt es sich um eine Übersetzung eines Videos von einem bereits verschwundenen, das heißt von YouTube eliminierten YouTube-Kanales. Der Inhalt ist daher nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe das Video im Erzählstil aus der Ich-Perspektive gemacht. Im zweiten Teil des Videos beleuchte ich abschließend die sagenumwobene Zeitanomalie vor der Küste Indonesiens, von der du eventuell noch nie zuvor gehört hast. Und nun wünsche ich dir gute Unterhaltung. Hallo und herzliche Grüße aus Armenien. Heute werde ich dir eine unglaubliche Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die mir so tatsächlich passiert ist. Armenien ist ein kleines Land, das aber vor vielen, vielen Jahren einmal Teil des gewaltigen Reiches der Sowjetunion war. Heute aber zahlreiche vom Amerikaner beherbergte Labors für biologische Forschung beherbergt. Als ich 20 Jahre alt war, musste ich also meinen Militärdienst in der Roten Armee absolvieren. Während meiner Zeit beim sowjetischen Militär sah ich unzählige Technologien, die bis heute noch immer top secret sind. Und selbst zum damaligen Zeitpunkt wussten nur einige wenige über diese exotischen Technologien Bescheid, darunter auch Prototypen von Experimentalwaffen und Fluggeräten. Viele zu diesen Spezialwaffen dazugehörigen Geheimprojekte wurden nach dem Zerfall der Sowjetunion im Jahre 1990 aufgelöst. Manch andere aber werden bis heute noch fortgeführt, denn sie sind viel zu wichtig. Und in einem dieser streng geheimen Projekte war ich involviert. Das Projekt hieß Gali Histrisk Gisholi, was auf Deutsch so viel wie Zeit- und Raummaschinenreiseprojekt heißt. Kurz, es wurde im Verborgenen an einer wirklich funktionierenden Zeitmaschine gearbeitet. Das Projekt wurde von den bedeutendsten russischen Wissenschaftlern seiner Zeit geführt und damals war auch ich nur ein einfacher Soldat, der nicht allzu viel von Technologie verstand. Aber ich war einer von 10 Soldaten, die dazu verwendet wurden, um an einer Zeitreise teilzunehmen. Ich weiß, das klingt ziemlich unglaubwürdig, sogar heute noch, aber ich erzähle es euch nur so, wie ich es damals in der Tat erlebt habe. Im Jahr 1987 sollten wir also ins 17. Jahrhundert reisen. In die Vergangenheit also. Der Zweck dieser Reise war, die russische Geschichte zu verändern. Aber leider schlug dieses erste Experiment fehl. Die Wissenschaftler schafften es nicht, uns in die Vergangenheit zu senden. Die Forscher kamen aber bald dahinter, dass es wesentlich einfacher ist, jemanden in die Zukunft zu senden, als in die Vergangenheit. Dazu waren einfach weit weniger Energieressourcen notwendig. Und die allererste Reise in die Zukunft sollte ins Jahr 2987 gehen. Bevor sie uns aber dorthin schickten, erprobten sie die Zeitreisetechnologie erst an Tieren und an Gegenständen aus. Es wurden auch Menschen in die Zukunft geschickt. Zuerst schickte man Obdachlose für eine Handvoll Reis in die Zukunft. Diese würden keinem abgehen, sollte irgendetwas passieren. Und in der Tat verschwanden viele dieser Versuchskaninchen im Nebel der Zeit, tauchten niemals wieder auf. Aber einige verstarben auch im gewaltigen magnetischen Zeitvortex, der bei dieser Reise entstand. Als die Technologie schließlich so weit funktionierte, dass man relativ sicher Menschen durch die Zeit senden konnte, wurden wir in 5 Gruppen unterteilt, zu je 2 Zeitreisenden pro Gruppe. Jede Gruppe wurde in eine andere Zeit geschickt. Ich und mein Freund Oleg wurden ins Jahr 2987 geschickt. Die Zeitmaschine war richtig groß
und im Inneren der Zeitmaschine befanden sich zwei magnetische Ringe in ihrem Zentrum. Wir mussten uns in die Mitte der Ringe stellen. Wir mussten auch eine Art Uhr aus reinem Silber um unser Handgelenk anlegen. Diese Uhren waren notwendig, um uns in der Zukunft zu orten und wieder sicher zurück in unsere Zeitlinie bringen. Die Silberuhren waren auch ganz an unsere individuelle DNA- und Molekularstruktur angepasst. Sie konnten also nicht von anderen Menschen benutzt werden. Nur so stellte man sicher, dass kein fremder Agent, Spion oder eine sonstige destruktive Macht die Zeitreise missbrauchen konnte und unsere Zeitlinie infiltrieren konnte. Mein allererster Eindruck, nachdem wir im Jahr 2987 gelandet waren, war, dass ich einfach nicht glauben konnte, dass ich mich noch immer auf dem Planeten Erde befand. Es waren kaum Menschen zu sehen und die Leute sahen irgendwie aus wie Roboter, die mit einer Art elektronischem Mechanismus bekleidet waren. Das Material ihrer Kleidung war auch aus einem seltsamen Stoff gewoben. Es schien kein Stoff zu sein, sondern war scheinbar mit ihrer Haut irgendwie verschmolzen oder verwoben, so wie eine Art Kokon. Sie benutzten auch nicht ihre Beine, um sich vorwärts zu bewegen, sondern schienen zu schweben, ohne sich zu bewegen. Das Seltsame aber war, dass obwohl wir für sie sicherlich wegen unserer komischen Kleidung einen merkwürdigen Eindruck machen mussten, wurden wir vollkommen ignoriert. Fast so, als wären wir für sie vollkommen unsichtbar. Sie zeigten null Emotionen bei unserem Anblick. Doch schon bald streiften unsere Blicke gen Himmel. Und der Anblick war atemberaubend. Alles schien sich über uns im Himmel zu levitieren und zu schweben. Es gab nicht nur schwebende Transportmittel, die vage an Autos erinnerten, aber auch alle Häuser und Gebäude schienen in der Luft zu schweben. Keines der Gebäude hatte einen Kontakt mit dem Boden. Und alle Gebäude waren mit Solarpanelen umgeben. Sie glitzerten in einem bläulichen Schimmer. Im Himmel bemerkte ich außerdem viele Werbungen. Und eine Werbung schien über eine Urlaubsreise von der Erde zum Mars zu handeln. Aber der Mars sah ganz anders aus, als wir ihn heute im Jahr 2022 kennen. Nicht mehr der rote Wüstenplanet, sondern eine einzige Oase mit Vegetationen, Palmen, Regenwäldern, Wasserfällen und zahlreichen Inseln und Naturparks und gigantisch große, in violetter Farbe leuchtende Seen oder Ozeane. Wir folgten der Beschreibung dieser Werbung und kamen schließlich zu dem Reisebüro, das die Reise zum Mars anbot und auch eine Art Weltraumbahnhof angeschlossen hatte. Dort wurden Reisen zu allen möglichen Planeten unseres Sonnensystems angeboten, aber auch zu Exoplaneten wie Proxima Centauri B, der mir damals ja noch völlig unbekannt war, da er noch nicht entdeckt wurde, aber auch zu einem Planeten namens Nibiru, der euch bestimmt etwas sagt. Die Reise erfolgte anscheinend via Magnettechnik, die alles zu levitieren schien, auch Menschen und sie mit einem Kraftfeld umgab. Die Reise durch den Weltraum erfolgte also in einer Art Magnetfeld und nicht in einem Raumschiff. Die Nutzung dieser Reisetechnik war anscheinend für alle Menschen, zumindest auf dem Planeten Erde, vollkommen gratis. Nur für weitere Reisen ins Weltall musste man bezahlen, mit einer Art digitalen PIN-Code. Wir probierten diesen Reisemechanismus aus, doch als ich mich ca. 100 Meter in der Luft befand, bekam ich es mit großer Angst zu tun und mir wurde schwindelig, denn ich hatte ein bisschen Höhenangst. Nachdem ich mich und auch meinen Freund Oleg an das neue Reisefeeling gewohnt hatte, begannen wir die Stadt zu entdecken. Doch dann wurden wir von zwei Wesen angehalten. Wir konnten aber nicht genau feststellen, ob es sich dabei um Menschen oder Androiden handelte. Aber wir hatten auf alle Fälle den Eindruck, als ob es sich bei ihnen um eine Art Polizei oder Militär handelte. Sie zogen uns mit ihrer Magnetkraft zu einer Art Militärstützpunkt. Am Stützpunkt angekommen, wurden wir mit einem vorgesetzten General mit bunter Uniform vorgeführt. Der Mann in der Uniform sprach in einem merkwürdigen Akzent, aber eindeutig auf Russisch. Ich konnte also irgendwie jedes Wort verstehen, was er sagte.
Bald wurde mir klar, dass die Stadt, in der wir uns befanden, das Murmansk der Zukunft war. Dieselbe Stadt also, aus der wir einige hundert Jahre zuvor gestartet waren. Wir wurden dann in einen großen Raum mit grellen Lichtern gebracht und der Raum war so riesig, dass man sein Ende nicht mehr sehen konnte. Auch keine Wände waren auszumachen, denn das Licht, das uns sogar auf unserer Haut brannte, war so grell, dass wir fast nichts erkennen konnten. Sie fragten uns, wie es uns möglich war, die Grenze zu überwinden und aus welchem Land wir seien. Und vor allem, wie es uns möglich war, ihr Teleportationssystem zu hacken und zu umgehen. Soweit ich aus ihren Monologen mitbekam, gab es auf der Erde in deren Zeitlinie nur vier Länder. Die Sowjetunion, die USA, die Vereinte Asiatische Föderation und das Zentralafrikanische Königreich. Als wir keine befriedigenden Antworten geben konnten, wurden wir mit einer Art roten Stock berührt. Jeder einzelne dieser Berührungen schmerzte, aber es war nicht der Stock selbst, sondern offensichtlich die Reaktion meiner Haut mit dem roten Material des Stocks. Dann wurden wir plötzlich ohnmächtig und als wir wieder erwachten, befanden wir uns wieder innerhalb der Magnetringe unserer Zeitmaschine. Die Türen öffneten sich und zu unserer Erleichterung kamen unsere Vorgesetzten aus dem Jahr 1987 auf uns zu. Wir befanden uns Gott sei Dank wieder in unserer Zeitlinie. Unsere Silberuhren waren darauf programmiert, uns ganz automatisch nach einer gewissen Zeitspanne zurückzuholen. Zum Glück hat der General mit der bunten Uniform des Jahres 2987 nicht unsere Silberuhren weggenommen. Wenn diese uns abgenommen worden wären, dann säßen wir jetzt ordentlich in der Patsche. Offensichtlich schauten die Silberuhren so primitiv für sie aus, dass sie niemals daran dachten, sie wären Teil einer ausgeklügelten Zeitmaschine. Bis zum heutigen Tag kann ich nicht verstehen, wie die Sowjetunion im Jahre 2987 noch bestehen würde. Die einzige Erklärung dafür, für mich, wäre die Existenz von Paralleluniversen. Oder wer weiß, vielleicht wurde die Sowjetunion ja wieder erneut gegründet. Wer kann das schon mit Sicherheit sagen? Für viele Fragen kann ich euch leider keine Antwort geben, denn ich habe sie nicht. Alles, was ich euch sagen kann, ist, dass ich damals zu strengstem Stillschweigen verpflichtet wurde und dass dies auch meine letzte Zeitreise war. Heute im Jahr 2022, viele Jahre nach Kollaps der Sowjetunion, traue ich mich aber, endlich diese schrecklichen Erlebnisse von der Seele zu sprechen. Ja, liebe Leute, das war's mit der Story des russischen Zeitreisenden und nun kommen wir zur Story der Zeitanomalie in Indonesien. Stell dir einmal folgende Szene vor. Du kommst morgens aus dem Haus und ein Gebäude ganz in deiner Nähe, das dort vielleicht seit mehr als 4 oder 5 Jahrzehnten steht, ist plötzlich verschwunden, quasi über Nacht vom Erdboden verschluckt worden. Gibt's nicht, sagst du. Ja, wirklich nicht? Wieso bist du da so sicher? Denn in der Tat ist dies vor der Küste von Indonesien passiert. Seit dem Zweiten Weltkrieg ruhten hier auf dem Meeresgrund der Javasee die Wracks von 6 britischen und niederländischen Kriegsschiffen. Von 2 der Wracks befinden sich nur noch die Abdrücke des Schiffsrumpfes auf dem Meeresboden. Was ist also passiert? Die niederländische und britische Regierung steht vor einem sagenumwobenen Rätsel. Doch der Fall wird noch komplizierter und mysteriöser, je weiter man nachforscht. Zunächst dachte man an Metalldiebe. Später aber wurde diese Vermutung verworfen, da dies alles keinen Sinn machen würde. Wer würde sich schließlich die Mühe machen, 2 so alte Kästen vom Meeresgrund zu bergen? Zumal eine Aktion dieser Größenordnung mehrere Tage in Anspruch nehmen würde und natürlich sehr, sehr viel Geld kosten würde. Paul Kuhl von der Beratungsfirma Mammoet erklärte gegenüber der niederländischen Tageszeitung Algemeen Dagblad, es ist nahezu unmöglich, diese Wracks zu bergen. Eine entsprechende Operation würde mehrere große Kräne benötigen, die lange Zeit im Einsatz sein müssten. Nur schwer vorstellbar, dass ein solches Vorgehen unbemerkt vonstatten gehen könnte.
Auch die indonesische Marine ist erstaunt über das spurlose Verschwinden der zwei Schiffswracks. Der Sprecher der Marine, Colonel Gig Sipasultra, sagte gegenüber dem britischen Nachrichtensender BBC, eine derartige Bergung unter Wasser würde Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern. Geschweige denn Unsummen an Geld kosten. Das Fehlen der zwei Wracks wurde kürzlich eher durch Zufall bemerkt, nämlich bei einer Patrouillenfahrt im Rahmen der Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Seeschlacht in der Javasee im Jahre 1942. Dass Schiffe und auch Flugzeuge plötzlich wie aus dem Nichts verschwinden können, ist an sich nichts Ungewöhnliches, so schwer man sich das auch vorstellen mag. Spätestens seit Charles Berlitz mit seinem Klassiker Das Bermuda-Dreieck die Öffentlichkeit schockierte und feststellen musste, dass in der Natur zuweilen Kräfte wirksam werden können, die sich auf logische Weise nicht erklären lassen, wissen wir alle, dass es mehr Dinge zwischen Erde und Himmel gibt, als man meinen sollte. Wurde auch der berühmt-berüchtigte Flug MH370 Opfer einer Zeitanomalie? Die zwei Schiffwracks wurden wie vom Bild der Erde gefegt, spurlos und ohne Indizien. Verschwunden in einen Raum-Zeit-Kontinuum. Wer weiß, wir können wie immer nur darüber spekulieren. Und dennoch, das Verschwinden der zwei Kriegsschiffe vor Indonesien ist noch nicht einmal alles. Es kommt natürlich noch rätselhafter. Es könnten nämlich in diesem Zusammenhang noch viel mehr Fragen auftauchen, die nach Antworten verlangen. Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang noch einmal an das Verschwinden von Flug MH370, das Flugzeug, das niemals wiedergefunden wurde. Das Flugzeug befand sich auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking. Am 8. März 2014 um 1.21 Uhr Ortszeit verschwand die Boeing 777 plötzlich vom Radar der Flugverkehrskontrolle des Subang Airports. Seitdem gilt das Flugzeug als vermisst. Die Boeing scheint nach ihrem Start direkt Kurs auf Indonesien genommen zu haben und ist, so vermutet man zumindest, mit Autopilot in südliche Richtung über den Indischen Ozean weitergeflogen, bis schließlich der Treibstoff ausging. Doch ging dieser wirklich aus? Wieso wurde dann kein Wrack gefunden, trotz umfangreicher Suche? Ist es überhaupt abgestürzt? Ich denke nicht. Experten vermuten noch heute den Absturzort vor der Küste von Australien. Ende Juli 2014 fand man auf der im Indischen Ozean gelegenen Insel St. André ein 2 Meter langes Flugzeugwrackteil. Ein Pilot identifizierte es später als rechte Flügelklappe einer Boeing 777. Am 31. Juli 2014 sagte Martin Dolan, der Leiter der für die Suche zuständigen australischen Behörde ATSB, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass das Wrackteil zu Flug MH370 gehöre, da keine weitere Boeing 777 in dieser Gegend als vermisst gemeldet wurde. Bisher jedenfalls sind all diese Vermutungen nur Theorie, also reine Spekulation. Die mögliche Flugroute, das gefundene Wrackteil, nichts deutet darauf hin, dass dies tatsächlich auch so passiert ist. Ganz im Gegenteil, die Fakten sprechen dafür, dass Flug MH370 seit dem 8. März 2014 wirklich spurlos verschwunden ist und dass der Flug über Indonesien und somit auch über die Javasee führte, eventuell durch einen Zeit-Vortex? Wer weiß. Was aber hat das Verschwinden von Flug MH370 mit dem Verschwinden der zwei Schiffwracks auf dem Meeresgrund der Javasee zu tun? Auffällig ist lediglich die geografische Lage. Der Kreis schließt sich für mich vor der Küste von Indonesien. Nehmen wir einmal an, Flug MH370 endete wirklich bereits kurz hinter Indonesien. Dann könnte wirklich das eingetreten sein, was ich vermute. Dass Flug MH370 wirklich über der Javasee spurlos im Nichts verschwunden ist. Genauso wie die zwei Schiffwracks. Gehen wir einmal von der Tatsache aus, dass sich das Geschehen in der Tat so ereignet hat, dann könnte also tatsächlich ein Zusammenhang zwischen dem Verschwinden der Boeing
und dem Verschwinden der zwei Kriegsschiffe eventuell tatsächlich in einen Zeitvortex bestehen. Zumal ja noch nicht einmal sicher ist, seit wann die Schiffe überhaupt verschwunden sind. Gibt es vielleicht Wege, die in ein Nichts führen könnten? In ein Zeitloch oder ein Paralleluniversum? Ein Vortex oder Portal in ein anderes Raum-Zeit-Kontinuum? Ja gar, in eine andere Dimension? Wer weiß? Und wie können wir immer nur darüber spekulieren? Können sich Dinge vor unseren Augen plötzlich auflösen, einfach so materialisieren, dematerialisieren oder verschwinden? In der Tat kann so etwas passieren, wir wissen es aus zahlreichen Stories aus der Vergangenheit. Hier spricht man von Teleportation. In diesem Fall würde ein Gegenstand in eine zuweilen sporadisch auftretende Schwachstelle unseres Raumzeitgefüges verschwinden. Die Materie dieses Objekts würde nämlich in einen hyperfrequenten Schwingungszustand geraten. Das heißt, die Materie wird bei Schwingungen, die höher als die des elektromagnetischen Frequenzspektrums liegen, aus unserer Realität gerissen. Die Objekte können entweder an einen weit entfernt liegenden Ort wieder wie aus dem Nichts auftauchen oder aber in eine andere Zeitlinie, eventuell Zukunft oder Vergangenheit, oder sogar in einer Parallelwelt verschwinden. Aber Fälle dieser Art gibt es genügend auf der Erde und ständig kommen neue hinzu. Nur der Mainstream unterdrückt diese Fälle. Wie kann es anders sein? Das würde beispielsweise auch erklären, warum Archäologen oft bei Ausgrabungen Gegenstände finden, etwa Werkzeuge aus Edelstahl, die ganz und gar nicht in die jeweilige Zeitepoche passen. In diesem Fall handelt es sich um Gegenstände, die aus der Zukunft stammen. Sollten also Flug MH370 und die zwei Kriegsschiffe wirklich an ein und denselben Ort einer spontanen Teleportation zum Opfer gefallen sein? Es könnte durchaus im Rahmen der Möglichkeiten liegen. Das würde bedeuten, dass sowohl das Flugzeug als auch die zwei Schiffswracks irgendwann in einer fernen Zukunft an irgendeinen Ort auf der Erde wieder auftauchen könnten. Oder aber sie befinden sich bereits in einem für uns nicht zugänglichen Paralleluniversum. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, dass die Boeing und die zwei Kriegsschiffe zur selben Sekunde teleportiert worden sind. Bleibt am Ende nur noch die Frage, warum nur zwei der insgesamt sechs Schiffe verschwunden sind. Warum sind die anderen aber am Meeresgrund geblieben? Eine natürliche Erklärung scheidet wohl in beiden Fällen aus. Welch unheimliche Kräfte auch immer vor der Küste von Indonesien am Werk sind, sie geben uns weiterhin Rätsel auf. Und aus diesem Grund verbleibe ich wie immer mit den Worten: Merkwürdig, aber so steht es geschrieben.